Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Gerechter Lohn für Kleinbauern, Landarbeiter und Pflückerinnen aus der dritten Welt ist ein wichtiges Anliegen für die Max-Havelaar-Stiftung. Coop setzt sich seit längerer Zeit ein für verschiedene Projekte von der Max-Havelaar-Stiftung und unterstützt die Idee gerade jetzt wieder mit einem neuen Produkt, mit einem Orangensaft unter dem Cooperation-Label. Nach dem Ernten werden die Orangen in der Fabrik zu Konzentrat verarbeitet und kostensparend zu uns in die Schweiz transportiert. Mit dem Kauf von dem Naturprodukt leistet sie einen wichtigen Beitrag an bessere Lebensbedingungen von Familien wie der von Alfredo Rodrigo dos Santos in Brasilien und das zu einem bescheidenen Mehrpreis. Auch für andere Drittweltprodukte von Cooperation und Max Havelaar, die Sie bei uns kaufen können, gilt der Grundsatz, dass die Leute profitieren sollen, die auch die Arbeit verrichten. Der Kaffee zum Beispiel wird direkt bei den Kleinbauern in Mittelamerika zu einem Preis eingekauft, der vom Weltmarkt unabhängig ist und den Produzenten ein existenzsicherndes Einkommen ermöglicht. Auch Rohzucker und Gacko für einen Schoggi kommen von Bauernorganisationen aus der dritten Welt, die von der Max-Havelaar-Stiftung ausgewählt worden sind. Die Produzenten der Bananen, die Hersteller vom Honig oder die Pflückerinnen vom Tee können mit einem gerechten Lohn rechnen wegen der Mindestpreise, der teilweisen Vorfinanzierung der Verträge und der stabilen Handelsbeziehungen. Ob Orangensaft aus Brasilien, Kaffee aus Nicaragua, Honig aus Mexiko oder Bananen aus Costa Rica, das Zeichen da bedeutet auf jeden Fall fairen Handel mit Drittweltländern und also geniessen für eine gute Sache. Und eine gute Sache gibt es natürlich auch heute wieder hier bei uns im Studio mit dem Armin Amrain. Richtig, und zwar eine feine Schinkenpastete. Grüezi miteinander. Eine Kekform mit Backpapier auskleiden und mit Kuchenteig belegen, wie ich es hier schon gemacht habe. Schinkenstreifen mit Halbrahm im Kötter fein schneiden. Mit dem Messer fein hacken geht auch. Dämpfte Zwiebeln, zwei Eier und Mascarpone zufügen und alles gut vermischen. Gehackte Pistazien und wenig Cognac ebenfalls dazugeben. Champignon nicht zu klein schneiden, mit Zitronensaft beträufeln und ebenfalls in die Füllung mischen. Jetzt den Teigboden dicht einstechen, die Füllung in die Form geben und glatt streichen. Eine Gasebinde auf die Füllung legen. Den Teigrand mit Ei bepinseln, einen Teigdeckel mit Loch drauflegen und das Ende der Gase sorgfältig rausziehen. Auch den Deckel mit Ei einstreichen und im 200 Grad vorgeheizten Ofen ca. 50 Minuten backen. Nach dem Abkühlen die Gase vorsichtig rausziehen, den Hohlraum mit Salz auffüllen und ein paar Stunden fest werden. Dann die Pastete mit einem scharfen Messer tranchieren und mit einem Salat servieren. Klingt alles ein bisschen kompliziert. Aber in der neuen Coop-Zeitung wird jeder Schritt ganz genau beschrieben. Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Vergnügen. Danke, Armin. Heute in einem Monat wird in Seoul darüber entschieden, ob der Austragungsort der Olympischen Spiele 2006 Sion wird sein. Und wir hoffen natürlich, dass es das mal klappt. Das Feuer für die Olympiakandidatur Sion 2006 ist entfacht. Mehr Schweizer Sportler hoffen auf die Unterstützung von euch allen und hoffen, dass wir die Wahl gewinnen können. Gold für die Schweiz und Gold für Sie gibt es auch heute wieder hier bei uns im Studio. Wir starten nämlich zur vierten Goldrunde, offeriert von Mars Ice Cream, ein beliebter Riegel als Glacé-Snack, La Mozzarella-Salat mit Tomaten und Olivenöl, Nescafé Viennoise und Vanille für Abwechslung beim Kaffeegenuss und Nesquik Snack, einem Schoggi-Snack mit Nesquik-Geschmack. Jetzt aber sofort zur goldigen Chance zur Ziehung vom VW Lupo im Wert von 14.980 Franken. Neben dem Lupo sieht manche grosse ganz klein aus. Betreffend Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Ausstattung, aber auch beim Design und Fahrkomfort, setzt er neue Maßstäbe. Und die vollverzinkte Karosserie mit 12 Jahren Garantie, außergewöhnlich in dieser Klasse, ist ein weiteres sichtbares Zeichen für die gute VW-Qualität. Wir sind gespannt, wer das mal Glück hat und die goldige Chance packt. In wenigen Augenblicken ist es soweit. Das ist die glückliche Gewinnerin. Herzliche Gratulation! Holen auch Sie sich eine Teilnehmerkarte in Ihrem Coop-Laden und machen Sie mit bei der nächsten Goldrunde. Die Ziehung ist hier am 2. Juni bei uns im Coop-Studio. Ein Termin, den Sie also nicht verpassen sollten. Auch nicht verpassen sollten Sie wie immer unsere Aktionen. Da jetzt eine kleine Auswahl. Packhams-Birnen aus dem sonnigen Südafrika kostet 2,30 €.
Und den Coop-Mozzarella im Trio-Pack kommen Sie über für 4,50 €. Mit der Go-Profit-Karte gibt es bis am Samstag einen Strauß Moosrosen. Denn Sie wissen ja, Go-Profit Plus, vorzeigen, sofort profitieren. So viel für heute aus dem Coop-Studio. Danke, dass Sie Zeit hatten und weiterhin einen schönen Abend.